Hallo liebe Kinder! Hallo, wir hoffen es geht euch gut. Wir haben euch heute ein kleines Spiel mitgebracht. Das Spiel, das wir heute mit euch spielen möchten, heißt Schiffe versenken. Um das Spiel zu basteln, benötigt ihr ein weißes Blatt Papier, es darf auch ein Häuschen oder ein Linienblatt sein, einen Bleistift und ein Lineal. So soll euer Spielplan dann am Ende aussehen. Damit ihr das Spiel zu zweit spielen könnt, braucht ihr natürlich zwei Spielpläne. Als nächstes müsst ihr euren Spielplan einteilen, einmal in Zahlen und einmal in Buchstaben. Wichtig ist, das Kästchen, das ganz oben links ist, freizulassen. Als nächstes müssen wir unsere Schiffe einzeichnen. Ich habe es schon gemacht, Fräulein Christine ist noch dabei. So sehen die Schiffe aus. Es gibt verschiedene Größen. Die dürfen waagerecht oder senkrecht eingezeichnet werden. Ein Schiff, das ist das größte, muss 5 Häuschen lang sein. Dann gibt es ein Viererschiffchen, 2 Dreierschiffchen und ein Zweierschiffchen. Wichtig ist, dass euer Spielpartner nicht weiß, wo ihr eure Schiffchen einzeichnet. So, dann mal los. Dann werden wir jetzt mal spielen und euch gleichzeitig erklären, wie wir vorgehen. Ich versuche jetzt bei Fräulein Christine ein erstes Schiffchen zu entdecken und sage somit zuerst einen Buchstaben, zum Beispiel F. Und die Zahl 5, das wäre dann, wenn ich diese beiden verbinde, dieses Feld hier. Und ich frage Fräulein Christine, F5. Getroffen. Wow, getroffen. Dann markiere ich, da habe ich aber Glück, mein Feld mit einem Punkt. So weiß ich, da ist irgendwo das Schiff dann entweder senkrecht oder waagerecht. Jetzt muss ich das noch herausfinden. Jetzt ist Fräulein Christine dran. Genau, ich nehme B2. B2. 1, 2, das ist hier auch getroffen. Oh, mache ich mir auch ein Pünktchen. Ich weiß ja, dass hier ein Schiff ist, also bleibe ich mal, ich nehme mal dieses Feld, das wäre dann G5. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Dann mache ich hier ein Kreuz, dann weiß ich, da ist nichts. Gut, dann mache ich weiter und versuche es mit C2. Getroffen. Getroffen. Mache ich mir wieder ein Pünktchen. Und ich versuche es weiter mit F6. Getroffen. Juhu! Versuche ich es weiter mit, ich weiß ja schon, hier sind 2, mit D2. D2, getroffen. Juhu! Und ich versuche es weiter mit F4. Getroffen. Oh, toll. Wie ihr seht, habe ich mir auch kleine Pünktchen an den Stellen gemacht, die Fräulein Marie bereits herausgefunden hat. Und wie ihr seht, hat Fräulein Marie eins meiner Schiffe versenkt. Juhu. Das ist das Schiffchen, das ich bei Fräulein Christine versenkt habe. Und ihr seht, Fräulein Christine hat es bei mir auch fast geschafft. Jetzt spielt ihr weiter. Immer hin und her. Und wenn der Erste alle Schiffchen versenkt hat, der hat dann gewonnen. Viel Spaß! Viel Spaß!